Liebe Freunde, jetzt sind wir auch auf Insta. Ach nein, wir sind jetzt auf Facebook. Auf Instagram waren wir gerade. Und da sind wir auch mit diesem Bild eingestiegen. Das hier ist nämlich unsere ja, vielleicht prominenteste Patientin der letzten Monate gewesen. Obwohl sie war zugegebenermaßen nicht hier im Klinikum, sondern der Arzt, der hier schon neben mir sitzt, war bei ihr im Zoo. Es ging nämlich, sieht man vielleicht auch an der Narbe da, es ging nämlich um eine Schwangerschaft. Diese Orang-Utan-Dame war schwanger, allerdings war das Baby im Mutterleib verstorben und es musste schnell entfernt werden, weil sonst wäre die Mutter auch entsprechend verstorben. So ein Einsatz ist zugegebenermaßen sehr, sehr ungewöhnlich und auch, ne, haben Sie sowas schon mal gemacht? Nein. Eigentlich noch nicht. Genau. Also es war eine absolute Premiere. Aber wir sind natürlich auch kooperativ, was solche Einsätze angeht. Wir haben das als Klinikum auch schon mal in anderen Bereichen gemacht, wenn der Zoo uns da zugerufen hat. Aber eigentlich soll das mal der Einstieg sein in das Thema, wie breit ist eigentlich das Spektrum in der Gynäkologie, was wir hier haben. Ja. Denn es ist ein Fach in der Medizin, was ich glaube wie kein zweites Fach wirklich eine Bandbreite bietet, von der Geburt bis hin zu ja, Krebs, bis hin zu, also wie gesagt, es ist ein absolut vielfältiges Fach. Da wird der leitende Oberarzt hier in der Gynäkologie, Dr. Bernd Hanswille, gleich mal einen kurzen Überblick geben. Ihr dürft natürlich auch wieder Fragen stellen, die sehen wir hier leider bei Facebook immer etwas zeitverkürzt, aber und zeitversetzt, aber wir werden auf jeden Fall im Nachgang uns die Fragen auch noch angucken. Ihr werdet auf jeden Fall wieder alle Fragen los. Und ja, wir hoffen, dass wir da in einen kleinen Austausch kommen. Aber ich übergebe jetzt erstmal, ja, legen Sie los. Ja, vielen Dank und guten Abend alle miteinander. Das, der Einstieg war ja die Geschichte, reißerisch ein bisschen, ja, zugegeben. Mit der Orang-Utan-Dame aus unserem Zoo in Dortmund. Dort hatte ich die Möglichkeit zu helfen in einer besonderen Situation und gemeinsam mit den betreuenden Leuten im Tierpark und der behandelnden Tierärztin dort anwesend zu sein und diese Operation ausführen zu können, sodass die Patientin hinterher für sich selbst das gut überstehen konnte. Das hat mich sehr gefreut und wie Herr Raschke hier eben gesagt hat, ist ja so, wenn wir mal eine Hilfeleistung machen können für den Zoo in der Stadt, dann ist das auch eine Freude und auch eine gewisse Ehre für uns, wenn man das tun kann. Eigentlich ist unser Thema heute Abend, Ihnen ein bisschen näher zu bringen, was im Bereich der Gynäkologie alles stattfinden kann, was möglich ist. Manchmal, wenn man das draußen bespricht, dann wird immer der Schwerpunkt natürlich auf die Geburtshilfe gelegt oder auf die bekanntesten Erkrankungen, die es aus unserem Fachbereich gibt. Und die am meisten besprochen wird, ist natürlich der Brustkrebs, weil das die häufigste bösartige Erkrankung von Frauen ist. Aber das Fach ist ja an sich viel größer, viel weiter ausgerichtet und es betrifft die Betreuung vieler, vieler weiblicher Patienten, schon vom Alter, manchmal von Kindern, aber oft eben von Jugendlichen, dann aller weiteren Altersgruppen bis hin zu Patienten im ganz, ganz hohen Lebensalter sind gutartige Erkrankungen, bösartige Erkrankungen, Erkrankungen, die wir alleine behandeln können oder die wir gemeinsam mit Kollegen aus anderen Fachbereichen betreuen. Und eigentlich wollten wir Ihnen heute vorstellen, welche verschiedenen Möglichkeiten wir Ihnen hier bieten können, wie wir Sie beraten können und was wir alles an Therapieverfahren auch dann zur Verfügung haben. Genau, also wir wollen den Strauß eröffnen, aber wie gesagt, wenn die Fragen konkret zu irgendeinem Thema gestellt werden, dann beantworten gerne auch wir das. Die natürlich auch, ja, gern. Ich will Ihnen aber nur mal kurz sagen, wie sich bei uns letztlich eine Woche gestaltet in dem Bereich, der unsere Ambulanzen umfasst, in dem wir ja die Patienten sehen, besprechen, die wir später stationär auch aufnehmen müssen und manchmal konservativ, manchmal operativ behandeln müssen oder auch eben die Patienten, die wir in der Schwangerschaft betreuen. Wir haben also, um nochmal auf unsere häufigste maligne Erkrankung zu sprechen zu kommen, eine spezielle Mama- oder Brustsprechstunde, in der die Patienten gesehen werden können. Da werden jede Woche mindestens an zwei Tagen Termine vergeben. Dort kann man sich vorher telefonisch melden. Meistens geschieht das ja über die betreuenden Fachkollegen draußen, die eine Verdachtsdiagnose haben oder eine schon bestätigte Diagnose einer behandlungsbedürftigen Erkrankung im Bereich der Brust.
Zusätzlich haben wir eine gynäkologische Sprechstunde, die offen gehalten ist, bei der eine Vielzahl von Patienten mit unterschiedlichsten Symptomen kommen können, also entzündliche Erkrankungen im Bereich des Genitales, entzündliche Erkrankungen im Bereich des äußeren Genitalbereiches, die operativ oder konservativ behandelt werden müssen, wo selbstverständlich natürlich auch Patienten kommen können, die mit einer akuten Situation kommen, die einer Behandlung bedarf. Brauchen die dafür eine Überweisung vom Hausarzt? Oder? Das ist ja so, es gibt ja die Unterscheidungen zwischen dem niedergelassenen Sektor und dem Kliniksektor. Und bei Patienten, die mit einem akuten Befund kommen, geht man ja häufig davon aus, wenn das nicht ganz dramatisch ist, dass die natürlich zunächst auch ihren eigenen Frauenarzt aufsuchen. Das geht natürlich am Sonntag in der Nacht oder am Montag in der Nacht nicht, aber sagen wir mal zu Tageszeiten. Und wenn das eine Situation ist, die dramatisch ist, dann wird er sie auch einweisen jederzeit. Es gibt aber natürlich auch mal Situationen, wo es einem so schlecht geht, dass man sagt, das schaffe ich sonst alles gar nicht mehr. Und derjenige kann natürlich auch jederzeit kommen. Oder wenn jemand mal kollabiert ist und jemand hat den Notarzt gerufen und stellt, was ist denn die Ursache für ihre Probleme? Und derjenige sagt, ich habe ganz furchtbare Bauchschmerzen oder ich habe eine ganz starke vaginale Blutung. Dann wird er natürlich notfallmäßig auch zu uns gebracht werden. Wir haben dann aber vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, auch eine spezielle Betreuung. Das ist die sogenannte Dysplasie-Sprechstunde, in der sich Patienten mit Auffälligkeiten nach einer Abstrichuntersuchung vorstellen. Sie wissen, viele oder eigentlich alle Patienten, die regelmäßig zum Frauenarzt gehen, dass man im Rahmen der Vorsorgediagnostik auch von vaginal aus am Muttermund Abstriche entnimmt, sogenannte zytologische Abstriche, um zu überprüfen, ob in diesem Bereich Veränderungen vorliegen könnten, die kontrollbedürftig sind. Und wenn bei Patienten solche kontrollbedürftigen Veränderungen festgestellt worden sind, dann können sie zu uns geschickt werden, damit man gegebenenfalls weiterreichende Maßnahmen treffen kann. Auch dafür haben wir eine feste Sprechstunde eingerichtet und feste Termine, dass sie die Gelegenheit haben, sich an uns zu wenden und dass man eben den Informationsstandard, der vorliegt, verbessern kann, den sie haben, dass man gegebenenfalls kleine Eingriffe unternehmen könnte, wenn das notwendig ist. Ja, da kommt gerade eine Frage von Alexander Ott, ich glaube, der war auch gerade schon auf Instagram. Ja. Was empfehlen Sie für eine Behandlung von Ureaplasma Urealyticum? Oh Gott, ja, ich bin überhaupt gar kein Gynäkologe, deshalb muss ich das jetzt hier so durchstottern, aber ja. Sie es vielleicht. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja immer Patienten, die auch entsprechende bakterielle Befunde aufweisen. Wir würden also feststellen, wenn jemand einen entsprechenden Keim ausweist, wird eine Diagnostik erfolgen, auf welches Antibiotikum eine effektive Behandlung zu erwarten ist. Das heißt, wir prüfen immer nach, dass man nicht umsonst ein Medikament einsetzt, wo keine kein wirkungsvolles Konzept zu erwarten wäre. Und wenn wir dann einen entsprechenden Befund haben, dann wird der Patient auch dementsprechend unsererseits behandelt werden. Ja, und was empfehlen Sie jetzt? Für dieses eine kann man das jetzt, kommt immer darauf an, wie das ist. Ist das symptomatisch? Ach so, okay. Also das muss man dann natürlich je nach Art des Befundes angehen. Okay, genau. Das ist leider auch bei diesen ganzen Sessions, die wir immer so anbieten, die Leute kommen dann mit sehr speziellen Fragen. Der Frage, man müsste klären, wo liegen die Ursachen, wie lange liegt das genau, vor. Genau, es sind so viele Faktoren drumherum zu klären, dass man das leider immer so pauschal nicht sagen kann. Aber wir können auf jeden Fall anbieten, die Frage nochmal, wenn Sie uns privat per Mail oder sowas schicken, dann auch mit vielleicht konkreten Befunden, konkreten Zahlen, dass wir die dann da beantworten können. In der Hinsicht, genau. Ja, jetzt zu, also die Dysplasie-Sprechstunde hatten wir, Brustkrebs-Sprechstunde, natürlich, zertifiziertes Brustkrebszentrum sind wir, das heißt, ne, also hier findet man quasi von der gesamten, auch wieder das gesamte Spektrum der Therapie, hier wird auch nicht nur das operiert, was der Arzt gerne hat, sondern was letztendlich nach neuesten wissenschaftlichen Standards entspricht. Ein Bereich ist, der, sagen wir mal, auch so, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, immer wichtiger werden wird. Wir haben ja viel mehr betagte Patientinnen, als das vielleicht vor 50 Jahren der Fall war. Wir alle wissen, dass wir Gott sei Dank aufgrund der guten Gesundheit,
die in unserem Land durch Ernährung, durch die Lebensumstände und natürlich auch durch die Medizin erreicht worden ist, alle die Chance haben, doch das 8. Lebensjahrzehnt und viele Patienten auch das, viele Menschen das 9. Lebensjahrzehnt zu erreichen. Und es gibt natürlich auch Erkrankungen, die im Alter relevanter werden, als das in jüngeren Jahren der Fall ist. Mit zunehmendem Alter kommt es natürlich im Organismus zu altersbedingten Veränderungen. Und wir sehen eigentlich heute häufiger Patienten, die an sekundären Veränderungen, Alterungserscheinungen der Haut, dadurch bedingten entzündlichen oder juckreizauslösenden Veränderungen im Bereich des Genitales erkranken, auch im Bereich des äußeren Genitales erkranken. Und das sind ja sehr häufig dann sehr unangenehme, zum Teil schmerzhafte und mit dem allgemeinen Wohlbefinden einschränkende Vorgänge. Häufig sind solche Varianten auch verknüpft mit Inkontinenz, dass man also bei Belastungssituationen, wenn man husten muss, wenn man niesen muss, wenn man aufsteht, den Urin nicht halten kann. Und das sind Dinge, über die es auch immer schwerfällt zu sprechen. Ja, das ist ein absolutes Tabuthema eigentlich. Ne? Vermutlich, obwohl das eigentlich eher unverständlich ist, aber es ist ein solches Tabuthema, dass man sich vielfach auch mit einer langen Leidenszeit bewegt, bis jemand dann doch sagt, naja, das ist so für mich nicht mehr akzeptabel, und dass er dann zum Arzt geht, und wenn das sehr hartnäckig ist, dass es dann oft auch notwendig wird, dass die niedergelassenen Kollegen diejenige auch bei uns entsprechend vorstellen. Für diese Fälle haben wir also auch eine Sprechstunde, die entweder sich an diese Dysplasie-Sprechstunde anlehnt, oder aber wenn die Inkontinenz im Vordergrund steht, bei uns auch im Rahmen einer urogynäkologischen Sprechstunde erfolgt. Genau, da fragt nämlich LTF, gibt es keine Hebammensprechstunde? Doch, wir geben bei uns natürlich auch Betreuungen, wo Sie mit den Hebammen sprechen können. Jetzt nicht im klassischen Sinne, dass wir eine dauerhaft eingerichtete Hebammensprechstunde haben, aber es gibt die Möglichkeit, hier sich vorzustellen, vor der Geburt natürlich, und dann im Rahmen auch, dass man sich im Kreißsaal aufhält, dass man ein Geburtsblatt anlegt, sowohl mit der Hebamme als auch mit dem betreuenden Arzt zu sprechen. Und wir haben natürlich auch eine sogenannte Geburtsrisikosprechstunde, wo die Patienten sich, wenn das entsprechend gewünscht ist, vorstellen können. Dort werden sie untersucht, auch von einem der Kreißsaaloberärzte. Es wird eine Ultraschalldiagnostik gemacht, und wenn sich Fragen ergeben, ist in diesen Situationen, sind Arzt und Hebamme ja auch für Sie erreichbar, dann kann man das natürlich auch klären. Sie dürfen sich natürlich auch manchmal, wenn man eine Frage hat, die Sie sehr bedrängt, natürlich auch an uns wenden. Das also unabhängig ist ja von selbstverständlich. Einer Sprechstunde eben. So, genau. Also unabhängig von einer Sprechstunde dann. Genau. Wir haben natürlich auch immer die Möglichkeiten, das ist ja für die Schwanger oder in der Schwangerschaft heute jederzeit möglich. Wir haben ja ein direktes Programm für werdende Eltern. Da geben wir immer auch ein Programmheft hinaus, bei dem also Elternabende sind, Kreißsaalbesichtigungstermine sind. Dort können Sie bei diesen Elternabenden auch mit den Anästhesisten sprechen über die entsprechenden schmerzlindernden Maßnahmen unter der Geburt oder über Narkoseverfahren, wenn eventuell eine Entbindung per Operation, ein Kaiserschnitt notwendig wird. Also es ist immer die Möglichkeit gegeben, sich zu diesen Dingen auch vertiefend zu informieren, bis dahin, dass wir natürlich heute auch über die Gesetzeslage informieren, die für Elterngeld, wir sagen immer Elterngeld und Co. gelten, also auch dafür gibt es einen extra Abend, bei dem eine sachverständige Person das genau erläutert, bei dem auch nochmal jemand von uns zumindest für die Begrüßung und für die ersten Fragen von Ihnen, wenn die auch darüber hinausgehen und noch medizinische Anteile betreffen, da ist also gerade in dem Bereich ist das Informationsnetz ganz dicht gespannt. Genau. Das heißt bei uns Elternschule, und das ist tatsächlich ein extra Programmheft, und da ist wirklich alles drin, da kann man quasi den Führerschein machen, wie werde ich richtig Eltern. Ja, so ähnlich muss man das sehen. Also das ist wirklich eine ganz weitreichende Möglichkeit, sich Informationen zu verschaffen, die auch über die reine Geburtssituation hinausgehen. Da sind die Pädiater mit eingebunden, mit Ratschlägen zu ihren Sachen, die sind bei den Veranstaltungen da.
Und wie gesagt, an einem solchen Elternabend sind selbstverständlich die Hebammen mit anwesend und die Gruppen teilen sich auf, suchen die Kreissäle auf und da ist dann eigentlich auch immer ärztliche und Hebammenbetreuung da. Es bleibt manchmal auch Zeit, wenn es nicht ganz, ganz, ganz so voll ist, für Gruppengespräche danach und auch immer die Möglichkeiten, noch Einzelthemen anzusprechen. Genau, das Besondere ist ja vielleicht auch nochmal hier, dass diese enge Verzahnung zu den Kinderärzten besteht im Haus. Ja, also das muss man das erwähnen. Das gilt natürlich für eine Klinik, die so eingebettet ist wie unsere in alle Richtungen. Also in der Geburtshilfe gilt, dass das natürlich ein ganz enges Verhältnis besteht zu den Kindermedizinern, für frühgeborene Kinder, zu den Kinderintensivmedizinern. Dass das räumlich heute ganz nah beieinander ist, man braucht praktisch nur eine Schiebetür öffnen, dann ist man vom Kreißsaalbereich auf der Neugeborenen-Intensivstation. Bei Fällen, wo das erforderlich ist, besteht jederzeit auch schon im Verlauf der Schwangerschaft die Möglichkeit, Kinderchirurgen hinzuzuziehen, wenn Veränderungen da sind, wenn an irgendeiner Stelle ein Bauchdeckendefekt oder andere Situationen bestehen würde. Immer sind die dann mit notwendigen Fachrichtungen auch zu kontaktieren, auch kann dann Kontakt für Sie hergestellt werden, wenn man weiß, es ist irgendetwas zu erwarten, das vielleicht für das Neugeborene frühzeitig eine operative Maßnahme erforderlich macht. Man kann das vielleicht schon durch Ultraschall vor der Entbindung festlegen und auch dann sind die entsprechenden Kontakte herzustellen. Also ich glaube, da ist die Informationslage dicht und das gilt natürlich auch für die anderen Bereiche. Ja, also auch unsere Brustspezialisten im Hause, die wesentlichen Teile der Operationen auch alle durchführen. Wenn es sich um ganz besondere Situationen handelt, ist immer Kontakt auch mit anderen aufnehmbar und möglich. Es ist sowieso üblich, dass wenn bestimmte Operationen das erforderlich machen in einem so großen Haus, dass immer Kontaktaufnahme mit beteiligten Abteilungen erfolgt, ob das Chirurgen sind, ob das die Urologen sind oder bei Patienten, wir haben das eben angesprochen, das Thema, insbesondere auch im höheren Lebensalter, wenn es zu Veränderungen am äußeren Genitale kommt, die also die Haut mitschädigen, dann haben wir im Haus die Hautärzte, die selbstverständlich dann auch mit uns gemeinsam diese Patienten angucken, damit man also das Know-how des einen Faches und des anderen Faches rechtzeitig ergänzt. Genau, das ist sicherlich auch der Vorteil hier dieses großen Hauses, dass wir quasi alle Fachdisziplinen haben. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Und da auch entsprechend dann in Konferenzen alle an einen Tisch holen, um entsprechend das beste Ergebnis zu liefern. Und wichtig ist es uns natürlich auch immer, die Patienten ausreichend über alle Möglichkeiten und Alternativen aufzuklären. Genau. Wir wissen, das ist ja auch vom Patientenrechtegesetz so festgelegt. Da bemühen wir uns und die Patienten werden von uns natürlich mündlich ausführlich aufgeklärt. Ja. Ich habe es hier auch mitgebracht, wir sehen es jetzt gerade nicht, wir wollen es Ihnen nicht hinhalten. Aber es gibt natürlich auch sehr genau verfasste sogenannte Aufklärungsbögen, in denen in gut verständlicher Sprache alles geschildert ist, der gemeinsam mit Ihnen besprochen wird, wenn eine Operation erfolgen muss. Das muss nicht mit Ihnen alleine geschehen. Sie können eine Person Ihres Vertrauens dabei haben, das für Sie an der Stelle, manchmal hören vier Ohren halt mehr als zwei, dass das entsprechend erklärt wird, dass ein entsprechender Zeitraum vergeht, dass Sie sich nochmal überlegen können, stellen sich mir noch Fragen und alles. Das heißt also, außer einer erklärten Notsituation wird es immer so sein, dass ganz ausführlich über das Operationsverfahren, ganz ausführlich über mögliche alternative Verfahren gesprochen wird. Also sagen wir, dass nicht eine Situation eintritt, dass über Dinge gesprochen wird oder Dinge gemacht werden, von denen Sie das Gefühl haben, Sie sind noch nicht endgültig für Sie verständlich dargestellt oder es gibt Dinge, die Sie noch mehr wissen müssten oder ob es Alternativen gibt, die vielleicht noch nicht angesprochen worden sind. Darauf achten wir, dass Ihnen das alles jederzeit zugänglich gemacht wird. Und vor allem, wir können natürlich auch zuhören, wenn wir mal an irgendeiner Stelle in dem Bereich vielleicht doch nicht alles so gesagt haben, wie es für Sie verständlich war. Dann gilt nur für uns immer, man kann immer wieder nochmal nachfragen, man kann auch immer mal einen zweiten Termin vereinbaren. Und Bedenkzeit, wenn nicht ganz akute Vorgänge sind, das ist eine legitime Maßnahme, das darf jeder haben. Und vielleicht, wenn man das noch einmal sagen soll, es gibt ja heute auch eine sogenannte Zweitmeinungsinitiative. Wir sind auch immer daran interessiert, von Ihnen zu erfahren, wenn Sie sagen, ja, ich möchte nochmal woanders mich zu einer solchen Sache beraten lassen. Dann sind wir immer dafür, genauso wie wir zur Verfügung stehen, wenn das jemand machen möchte.
ein Phänomen, was ich übrigens gerade am Bildschirm beobachte, während mir hier ein wenig der Schweiß läuft, weil nämlich hier im Hintergrund ein Ultraschallgerät steht, was unheimliche Abwärme hat. Ist bei ihm, er trägt Krawatte, und es ist kein Schweiß, es ist Wahnsinn. Also der Mann ist so cool, das ist so. Ist mir nur gerade so aufgefallen. Wir sind am Ende unserer Session, sind auch ein bisschen länger geworden hier. Wenn noch im Nachgang Fragen bestehen, gerne in die Kommentarzeile schreiben. Wir werden die auch beantworten. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie so lange hier uns auch Rede und Antwort gestanden haben. Und möchte verweisen auf die nächsten Sessions, die wir wieder machen werden, die wir auch rechtzeitig dann auf Facebook ankündigen. In diesem Sinne einen schönen Abend und auf bald. Ja, auf Wiedersehen.